Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video bauen wir das Runenwort Treasury. Und das ist ein sehr, sehr gutes Runenwort für eine Brustrüstung für euren Söldner. Ist ja immer die Frage, was gibt man dem Söldner für eine Rüstung? Erst recht, wenn man vielleicht noch nicht ganz so weit ist im Spiel. Und für diese Spieler bietet sich die Rüstung an. Als Grundlage nehme ich eine dreifach gesockelte ätherische Elite-Rüstung, die nicht ganz so viel Stärke braucht, sodass euer Söldner die auch bei Zeiten tragen kann. Ich habe jetzt hier ein Wire-Fleece genommen. Das kommt immerhin auf 636 Verteidigung. Das Runenwort selber gibt keine Modifikation auf Verteidigung. Das heißt, es skaliert ohnehin nicht so stark. Ihr braucht also jetzt hier nicht den besten Rohling verbrauchen, den ihr habt für dieses Runenwort. Das wird sich gar nicht so sehr lohnen. Also nehmt einfach was, was ihr findet. Das kann auch ein Dusk Shroud sein oder ähnliches. Das ist schon alles ganz gut. Die Rüstung, die punktet über andere Dinge. Die Runen, die ihr braucht, ist eine Shale-Rune, eine Tool-Rune und eine Lem-Rune. Das sind also alles relativ günstige Runen, die sich zum Beispiel bei der Gräfin im ersten Akt auf dem Schwierigkeitsgrad Hölle relativ schnell finden lassen sollten. Okay, und dann bauen wir das auch mal direkt. Also eine Shale-Rune, eine Tool-Rune und eine Lem-Rune. Und dann haben wir das Runenwort Treasury. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Es gibt erst einmal 5% Chance auf ein Level 15 Fate, wenn getroffen. Und Fate im Deutschen Verblassen ist ein Skill der Assassine. Und wenn der aktiv ist, dann gibt er für fast 5 Minuten, so lange ist er nämlich aktiv, 60% auf alle Resistenzen. Das bedeutet, euer Söldner wird auf Hölle damit sehr einfach auf maximale Resistenzen in allen Resistenzen kommen. Das ist natürlich super. Dann 15% physische Resistenz. Also gegen physischen Schaden, ebenfalls sehr, sehr gut für euren Söldner, weil der kassiert ja eine ganze Menge Nahkampftreffer und die machen in der Regel auch viel physischen Schaden. Und dann wird noch die Dauer von Flüchen um 79% reduziert. Also das heißt, von dem Söldner wird ein Fluch, der auf ihn gelegt wurde, relativ schnell wieder runtergehen. Und je nachdem, was das für ein Fluch ist, kann der ja sehr viel Schaden bringen. Das ist also auch ideal, wenn der schnell verschwindet. Aber darüber hinaus gibt es noch andere gute Eigenschaften? Ihr habt eine 25% Chance, also relativ hoch, ein Level 15 Venom auf eure Schläge zu zaubern. Das gibt einfach ein bisschen Giftschaden, nimmt man so mit. Von den Assassinen-Skills hat der Söldner nichts. 45% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ist klasse. Damit wird er spürbar schneller zustoßen. Und 20% schnellere Erholung nach Treffern. Das ist auch ideal für einen Söldner. Also einfach klasse, dazu noch eine Kälteresistenz wird er dadurch, dass er Fate, wenn Fate aktiv ist, wird er das nicht wirklich brauchen. Aber vielleicht ist es gerade am Anfang mal nicht aktiv und dann habt ihr noch eine hohe Resistenz. Also insgesamt ein super Runenwort für die Brustrüstung eines Söldners. Super günstig und ich empfehle es gerade zu Beginn, dem Söldner das anzuziehen. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Runenwort verschaffen. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected und bis bald.